Geht's los? Jo. Okay, Freunde der Nacht, ich habe hier Feierabend-Blitzrezepte Express und da koche ich jetzt mal was raus. Okay, und ich wäre jetzt eine Art Knödel-Gröstel machen. Was? Egal, gut, was, dann, das kennt der Kameramann nicht. Also angebratene Knödel oder Kartoffeln. Ja, ich mache das aber mit Brezen. Mein Gott, das hat jetzt kein Mensch kapiert, gell? Ich auch nicht. Also ich nehme, oder ihr nehmt zu Hause frische Brezen oder Brezen vom Vortag und schneide die in, wie hat mein Lehrchef so schön gesagt, in mundgerechte Stücke. Und wir werden mit den Brezen echt was Tolles machen, wirklich brutal lecker. Nehmt die Brezen, gebt die in eine Pfanne und zu den Brezen ein ordentliches Stück Kräuterbutter. Nicht geizen mit den Reizen, ein bisschen Salz dazu und jetzt die Brezen mit reichlich Kräuterbutter schön brutzeln lassen. So, und dann mache ich einen Spieß zum Hähnchenbrustfilet. Hey, meine Lieben, was natürlich logisch ist, ja, dass man ein Bio-Hähnchenbrustfilet nimmt, das ist klar. Und zu dem Bio-Hähnchenbrustfilet habe ich Bio-Soft-Aprikosen. Die sind nicht so wahnsinnig gelb oder orange, wie man das vielleicht kennt, weil die geschwefelt sind und die sind eben nicht geschwefelt. So, und die stecke ich jetzt hier so auf. Aprikose, Hähnchen, Aprikose, Hähnchen. Hähnchen, Aprikose, Aprikose, Hähnchen. Ja. So, läuft es, Freunde. Doch, ihr könnt da natürlich auch was anderes draufstecken. Ja? Mir doch egal. Also Gemüse zum Beispiel auch. Ja? Also was euch so einfällt. Ja? Oder, ja, genau. Schreibt mir das doch in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anderes draufstecken wollt. Macht mal einen Vorschlag, okay? In eine zweite Pfanne Olivenöl rein, die Hähnchenkameraden rein und dann zu den Hähnchen, haha, hier, meine Vanille Meersalz. So, und jetzt schön ordentlich brutzeln lassen. Dann kommen wir rüber hier. So, und die Brezen, ja, die nicht so viel Temperatur, schön langsam rösten lassen, dass die ein bisschen Farbe bekommen. Ja, und dann dauert es jetzt vielleicht so 3 Minuten, vielleicht 4 Minuten, dass das Hähnchenbrustfilet schön gegart ist. Dann machen wir die Soße, nicht weglaufen, ich tue es auch nicht, wir sehen uns in 3 Minuten. So, okay. Schön, dass ihr noch da seid. Das Ganze ist jetzt angebraten und ich mache das jetzt einfach mal so. Ich gebe zu dem Hähnchen ein paar Kokoswürfel. Und zu den Kokoswürfeln habe ich rote Chili-Paste. So, die kommt noch dazu. Die Chili-Paste ein bisschen hier mit anbrutzeln. So, okay. Und ablöschen mit einem Schlückchen Tomatenpüree. Kein Ketchup, gell? Tomatenpüree. So, auch noch eine Prise Salz. Und jetzt, ja gut, hey. Dann hier wird live gekocht. Ist ja kein Witz hier. Boah, das riecht geil. Ja, mit dieser Chili-Paste, dieser unfassbar genialen Chili-Paste. Und ihr müsst einfach mal aufschauen oder schauen, dass ihr eine Chili-Paste bekommt, die nicht ganz so scharf ist. Ich habe hier so eine Yellow-Curry-Paste. Die ist eigentlich relativ in Ordnung. Ja? Nicht zu scharf, da kann man gut ein bisschen was verwenden. So. Und jetzt, das hier allein, crunchy, unfassbar geile, mit Knoblauch und Kräutern versehene Brezen-Nuggets. Total. Die kommen hier auf den Teller. Und das kann auch wirklich eine Beilage sein, die ihr ganz schnell zu Hause zubereitet. Ja, auch für ein anderes Gericht, das ist völlig egal. Da kommen meine Hähnchenspieße drauf. Und Bernd, komm noch mal ganz kurz hier in die Soße. Ich gebe in die Soße noch mal ordentlich gutes Olivenöl. Das macht die, ja, die Soße ein bisschen eleganter, feiner. Achtung, kann ich? 3, 2, 1. Feierabend! Blitzrezepte Express
Freunde, und ihr schreibt Kommentare, gell? Was ihr gerne sehen wollt oder wie unfassbar gut euch das geschmeckt hat. Wir sehen uns.